Aus Hangelsberg. Hangelsberg. Eigentlich wollten wir in Eisenhüttenstadt sein und dann. Einen wunderschönen guten Tag aus Hangelsberg. Eigentlich wollten wir in Eisenhüttenstadt sein beim heutigen Infostand, den wir angekündigt hatten, aber dann kamen Regen und Sturm und schon in Erkner sind uns die Flyer überall weggeflogen und es waren kaum Leute unterwegs und haben wir uns gedacht, was machen wir denn? Wir wollen ja Leute erreichen. Wir wollen für die Menschen da sein im Land. Und wie erreichen wir die meisten Menschen? Dann gehen wir halt doch online. Heute Abend ist eh die Veranstaltung hier um 19 Uhr in Hangelsberg im Bürgerhaus. Die übertragen wir auch live. Das heißt, wir hatten die Technik schon dabei und dann haben wir uns gesagt, komm, wir machen ganz spontan eine Online-Bürgerfragestunde. Genau. Also wir stehen euch jetzt hier zur Verfügung. Ihr könnt uns gern eure Fragen jetzt durchstellen. Wir freuen uns natürlich aber auch, wenn ihr nachher direkt vor Ort kommt und euch das schlechte Wetter nicht abhält. Ihr seid Brandenburger, ihr haltet es aus. Genau, und deswegen haben wir das jetzt alles irgendwie vorbereitet. Es liegt hier ein Handy. Dieses Handy hat logischerweise eine zugehörige Rufnummer. Diese Rufnummer ist die 01743852070. Ich wiederhole, das ist die 01743852070. Und diese Nummer kann man selbstverständlich anrufen, können Sie jetzt anrufen und Sie landen dann direkt hier live in der Sendung. Wir nehmen das an, das Gespräch, das können auch alle hören im Internet. Schalten Sie während der Zeit bitte die Lautsprecherfunktion des Laptops aus oder des Fernsehers, je nachdem, wie Sie uns gerade gucken, weil sonst haben wir eine Rückkopplung in der Leitung und hören wir die Frage und dann werden wir drauf antworten. Kathi ist im Landtag zuständig, insbesondere für die Tierschutzthemen und für die Verbraucherschutzthemen, ne? Und Tesla. Ja, Tesla ist jetzt hier ein Thema vor Ort, weil ich hier auch in der Gemeindevertretung bin und natürlich bin ich im Arbeitskreis Landwirtschaft da für die Forsten und Brandenburg ist ja ein Forstland, das weiß man. Also jeder, der durch Brandenburg fährt, hat schon mal einen Baum entdeckt, hoffe ich zumindest. Ja, ganz genau, da gibt es wirklich viele. Ich bin ja im Ausschuss für die europäischen Angelegenheiten des Deutschen Bundestags in Arbeit und Soziales und in Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Also es gibt wirklich eine ganz große Spannbreite an Fragen, die man uns heute stellen kann. Von Corona über eben soziale Themen, über europäische Themen, über Landwirtschaftsthemen, über regionale Themen. Wir sind vorbereitet, wir sind für euch und für Sie da und wir freuen uns auf den ersten Anruf. Aber bis der erste Anrufer durchkommt, können wir eigentlich mal kurz drüber reden. Das war ja wirklich so ein Ding, also dieses Beherbergungsverbot in den Gaststätten und in den Hotels, was sich da die Regierung hat einfallen lassen, wo heute ein Gericht gesagt hat, das geht gar nicht. Das wird verboten. Sag mal, was haben die sich dabei gedacht? Also genau das frage ich mich auch. Jetzt frage ich mich aber jetzt speziell nicht nur als Landtagsabgeordnete oder du als Bundestagsabgeordnete, das frage ich mich als Bürgerin von Grünheide. Viele wissen es vielleicht, wir sind hier wirklich im Oder-Seenland. Das heißt, wir haben Campingplätze, wir haben auch Dauercampingplätze und wir haben natürlich auch viele Pendler. Durch die Regionalbahn ist es ja kein Problem, nach Berlin zu kommen, dort zu arbeiten und wieder rauszufahren. Und jetzt frage ich mich natürlich dann auch, also derjenige, der sich um 7 Uhr früh in den Regio setzt und abends dann halt um 18, 19, 20 Uhr wiederkommt, da ist dann das Coronavirus anscheinend eingeschlafen oder braucht keinen Passierschein. Aber derjenige, der jetzt einfach mal an seinen Dauercampingplatz kommen möchte und da nach einer wirklich harten Woche vielleicht jetzt in den Schulferien mit seinen Kindern mal ein bisschen Zeit verbringen möchte, der darf das nicht. Und das ist für uns völlig unverständlich. Und ich bin froh, dass das einkassiert wurde, dass da unser Rechtsstaat funktioniert hat. Ich bin auch froh, dass da unser Rechtsstaat funktioniert hat, dass solche gesetzeswidrigen, ganz klar auch verfassungswidrigen, in die Freiheit eingreifenden Regelungen wieder abgeschafft worden sind. Es ist ja auch eine große Belastung, gerade dieses Beherbergungsverbot für unsere touristischen Betriebe. Ich habe für heute Nacht eine Übernachtung gesucht, weil ich ja morgen im Märkischen Oderland unterwegs bin und wollte da nicht die ganze Strecke zurück nach Hause und dann wieder dorthin fahren. Ja, und dann ruft man die Hotels an und dann erfährt man vom Bäcker nebenan, der ist schon längst pleite. Also wir haben ein großes Problem der auch wirklich Liquidität der Hotel- und Gaststättenunternehmen, ganz einfach aufgrund der Lockdown-Maßnahmen dieser Regierung. Und die ist grundsätzlich falsch und zu unserem Nachteil orientiert. Ich habe leider noch keinen Anrufer in der Leitung, deswegen lade ich einfach noch mal herzlich dazu ein, sich hier einzuklinken in die Sendung unter 01743852017. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und nehmen den dann entgegen. Sie landen dann hier direkt in der Sendung und Kathi Muxl und ich beantworten Ihre Fragen. Bitte denken Sie daran, während Sie anrufen, die Lautsprecher Ihres Fernsehers oder Laptops auszuschalten, weil es sonst eine Rückkopplung in der Leitung gibt, die wir auch nicht sonst beheben können.
Die Brandenburg-Tour, die ich jetzt ja gerade auch durchführe, die mich hier nach Hangelsberg gebracht hat, die dient ja auch gerade dazu, wirklich mit den Menschen überall in Kontakt zu kommen. Es war Cottbus dabei, es wird jetzt dann morgen eben Märkisch-Oderland sein und übermorgen der Landkreis Dahme-Spreewald. Und nächste Woche gibt es auch noch ein paar Termine, die wir demnächst dann veröffentlichen werden. Was denkst du, Kathi, du bist ja auch jemand, die sehr viele Veranstaltungen im Landkreis macht, im Kreisverband. Wie reagieren die Menschen darauf vor Ort, wenn sie sehen, ach, da ist Blau, da ist die Alternative für Deutschland direkt vor Ort? Also wir haben seit Jahren, also jetzt nicht erst nur in diesem Jahr oder durch Corona, die Erfahrung gemacht, dass die Leute sehr positiv darauf reagieren, dass sie persönlichen Kontakt haben. Weil ich glaube, Politik ist über die Jahrzehnte in Deutschland auch etwas abgehoben geworden und schreckt dadurch auch viele ab. Dadurch haben wir ja auch diese große Zahl von Nichtwählern, ich sag mal, im Landtagswahlkampf letztes Jahr erreicht, die wir einfach überzeugen konnten, dadurch, dass wir persönlich da sind, dass wir zuhören und das Zuhören dann auch mitnehmen, also in die Kommunalvertretung, in den Landtag, bei dir auch in den Bundestag natürlich mit viel größeren Themen, dass wir diese Politikverdrossenheit etwas bekämpfen. Und das finde ich eigentlich auch gut, weil Demokratie lebt ja davon, dass jeder mitmacht, dass jeder sich nicht ausgeschlossen fühlt. Also dieses, ich gehe nicht mehr zur Wahl, weil es ändert sich ja eh nichts. Ich kann ja nichts ändern. Genau das müssen wir auch wieder durchbrechen. Das durchbrechen wir aber, glaube ich, nur mit persönlichem Kontakt, mit Überzeugung. Auch wenn es manchmal vielleicht nur 2, 3 den einen Tag erreicht. Aber die haben wir dann erreicht. Ja. Aber ich weiß, dass du dich sehr für Europa einsetzt. Und da ist auch meine Frage mal, regt dich das nicht auf, gerade im Zug auf den Lockdown, auf Corona, wo wir so viele Probleme dadurch, durch die Fehlentscheidungen der Bundesregierung hier auch im Land Brandenburg oder generell in Deutschland haben, dass die Regierung jetzt sagt, wir nehmen Geld in die Hand, um anderen Ländern zu helfen, erstmal in Europa den Lockdown zu überwinden und keiner daran denkt, was hier mit den vielen kleinen Gewerbebetrieben und kleinen, wie du sagst, Gaststätten und Hotels ist und niemand denkt an die? Das riecht wahnsinnig auf, weil wir eben den Finanzbedarf im eigenen Land haben. Und dann kommt ja noch dazu, dass das, was auf der europäischen Ebene passiert, ja gar keine Hilfe für die Unternehmen ist, sondern es geht um die wirren Wahnvorstellungen, und das wird dir im Landwirtschaftsausschuss auch oft begegnen, des Green New Deal von Ursula von der Leyen oder in ihrem Sprech European Green Deal. Da geht es darum, eine Klimaneutralität zu erreichen. Da geht es darum, Verbrennungsmotoren zu verbieten. Da geht es darum, in irgendeiner Weise ausschließlich grüne Innovationen zu fordern. Und was man wissen muss, ist, dass dieses Wiederaufbauprogramm der Europäischen Union, das ja aber Milliarden Euro kostet, 750 Milliarden Euro, und Deutschland zahlt davon fast ein Viertel, 24%, plus über 7 Jahre hinweg 1 Billion Euro. Das wird für Deutschland um die 40 Milliarden Euro jährliche Belastung bedeuten. Übrigens, die Renten kosten 100, ja? Also nur mal, um das ins Verhältnis zu setzen. 40 Milliarden für die Europäische Union, die natürlich im eigenen Land fehlen, die wir auch Schulden finanzieren werden, wo unsere Kinder das noch abbezahlen müssen, was die jetzige Regierung an Fehlern macht. Und mich regt es tierisch auf, dass man statt den heimischen Unternehmern zu helfen, unter die Arme zu greifen und auch überhaupt mit Lockdown-Maßnahmen aufzuhören, die im Prinzip nur eine Ideologie, eine Panik, einen Angstwahn bedienen vor diesem Coronavirus. Wir müssten wirklich die Wirtschaft schützen. Und wenn wir sie schon nicht schützen können, müssen wir ihnen helfen. Und wir müssen erstmal lernen wieder, glaube ich, als Deutschland, die Regierung muss das lernen, als Deutschland vor allem erstmal für die eigenen Leute, für die eigenen Unternehmen da zu sein, bevor man eben massenhaft Milliarden ins Ausland verschenkt. Aber die Begründung, die man dann immer von der SPD und anderen Parteien bekommt, das ist, ja, Deutschland profitiert ja davon, wenn es den anderen Ländern gut geht. Und da sagen wir ganz offen, also mal ganz ehrlich, wenn Deutschlands Wirtschaft vom Ausland profitiert, weil es den anderen Ländern oder der Wirtschaft dort gut geht und das aber selbst bezahlen muss, dann ist es doch kein Profit mehr. Also wenn ich sozusagen deutsches Geld nach Italien schicke, damit ein italienischer Unternehmer deutsche Waren kaufen kann, dann kann ich die Waren gleich im deutschen Kreislauf kaufen oder zumindest die deutschen Unternehmer direkt unterstützen. Ich brauche diesen Umweg über andere Länder nicht. Das ist aber der Umweg, der die ganze Zeit passiert in der Europäischen Union. Und deswegen ist das auch wirklich etwas, was einen tierisch aufregt. Ja, sagen Sie uns, was Sie aufregt. 01743852017, das ist ja eine Online-Bürger-Fragestunde und alle Bürger sind eingeladen, Fragen zu stellen. Sie können das am besten tun, indem Sie eben anrufen unter dieser Nummer 01743852017. Wir lesen parallel auch die Kommentare mit, die Sie auf YouTube und Facebook hinterlassen, aber am liebsten ist uns der Anruf, weil dann eben auch alle,
die hier zuschauen, hören können, was sie sagen, was sie erwähnen möchten. Und sie müssen das auch nicht mit Namen tun. Sie können auch ganz anonym hier anrufen. Keiner sieht ihre Nummer, die hier angerufen wird. Und sie müssen auch keinen Namen nennen. Sie können einfach nur sagen, hallo Herr Kleinwächter, hier bin ich und ich habe dieses oder jenes Anliegen an Kati Muxel und eben meine Wenigkeit Norbert Kleinwächter. So, genau, Sie trauen sich jetzt bitte in diesem Moment. Aber weil du gerade sagst, für Europa, ja, diese Dinge, diese Verschiebung, die wir nicht verstehen können, die sehen wir, weil wir jetzt beim Thema Landwirtschaft gerade in Brandenburg oder in Deutschland sind halt auch. Wir sagen, wir haben durch den Lockdown erfahren, dass es ja so ist, dass wir regionale Vermarktung eigentlich brauchen und schätzen sollten. Ja, also jeder Bürger draußen, dem sollte wichtig sein, dass es dem Bäcker um die Ecke, die Fleischerei um die Ecke, die regionalen Bauern gibt, die ihre Lebensmittel hier produzieren in der Qualität, wie sie gesund, wie sie auch für die Bürger gesund sind. Ja. Was erleben wir aber? Du hast es ja vielleicht letztes Jahr auch mitverfolgt im Bundestag, ganz sicher, dieses Mercosur-Abkommen. Das heißt also. Wir haben einen Anrufer, ich nehme den ja, schnell an, bitte. Damit er in der Leitung ist. Und dann guten Tag, Sie sind in der Sendung. Hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Und zwar hätte ich eine Frage, und zwar, wann bekommen wir endlich die Verordnung weg? Und zweitens, die WHO hat gesagt, die jetzt die Pandemie wäre nur wie eine Grippewelle. Ja. Und warum lösen die Regierung das Ganze nicht auf? Okay, gut. Und dann nehme ich gleich noch den zweiten Anrufer mit rein. Wir beantworten die Fragen gleich. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Norbert Kleinwächter und Kathi Muxel am Apparat. Ja, schönen guten Tag. Herr Rautenhaus hier. Grüße, Herr Kleinwächter. Hallo. Können Sie mich verstehen? Ja, wir hören Sie sehr gut. Ja, wunderbar. Herr Kleinwächter, ich habe mal eine Frage. Und zwar, ist Ihnen bekannt, dass der Dr. Reindorf Füllmich eine Sammelklage in Kalifornien vorbereitet gegen den PCR-Test? Aha, dann haben wir ja gleich drei zusammenhängende Fragen, die uns gestellt worden sind. Eben die WHO-Frage, ja. Wann enden die Corona-Eindämmungsmaßnahmen und wissen wir etwas von der Sammelklage also gegen den PCR-Test, weil er eben auch nicht zuverlässig ist. Was ich weiß über den PCR-Test ist, dass er tatsächlich nicht für die klinische Diagnostik entwickelt worden ist, sondern allein aus Forschungszwecken und eigentlich gar nicht in der Breite verwendet werden darf. Und dennoch ist dieser PCR-Test eine Art Grundlage für diese gesamten Corona-Maßnahmen. Und weil nach der Eindämmungsverordnung gefragt worden ist, das ist jetzt eigentlich ein Landesthema, weil die Eindämmungsverordnungen immer Landesthemen sind, aber ich glaube ja, die lassen uns so schnell nicht mehr laufen, oder? Was meinst du, Kathi? Also es ist so, wir bekommen im Landtag also jeden Morgen ein neues Lagebild zugeschickt als Abgeordnete und es wird ja auch wöchentlich darüber getagt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Frau Neunermacher so schnell von den Verordnungen lassen wird, weil es sieht einfach danach aus, dass sich Berlin oder der Kanzlerin Merkel sehr angepasst wird. Also dreist, wenn hier vielleicht gerne ein anderer Weg, wobei auch das ich nicht unterstellen will, beschritten werden würde für die Brandenburger. Es sieht nicht danach aus. Es sieht eher danach aus, dass es zu, für meinen Teil, unsinnigen Verschärfungen kommt. Ja. Also wir haben das auch gesehen am Beispiel in Brandenburg an Bad Saarow. Also Bad Saarow selber, also der ganze Landkreis Oder Spree wurde zum Hotspot-Gebiet erklärt, aber eigentlich betraf es nur die Klinik. Also das konnte keiner nachvollziehen, weil wenn man nicht gerade Patient oder Mitarbeiter in der Klinik war, wurde man weder getestet, noch war man irgendwie betroffen. Also ich sag mal, auf dem Marktplatz in Friedland an der Grenze zu Dahme-Spree war sicherlich niemand davon betroffen und trotzdem wurde der halt in den gleichen Topf geworfen. Ja. Und das ist ja auch oft das, was wir entsprechend in den sogenannten Risikogebieten sehen. Man hat eine Einrichtung, ein Altenheim, ein Krankenhaus oder Ähnliches. Und dort steigen die Infektionen, weil sich vielleicht dieses Virus in dieser Einrichtung konkret ausbreitet. Und dann wird aber die komplette Region zum Risikogebiet erklärt. Und die Menschen haben entsprechende Einschränkungen eben zu tragen, die ja immer drastischer werden. Wie ist denn das eigentlich noch mit den Grundfreiheiten vereinbar, wenn ich sage, es dürfen sich nur noch 10 Leute miteinander treffen? Du antwortest, ich antworte hier. Also ich sehe es so, dass da die Grundrechte der Einzelnen sehr massiv beschnitten werden, weil es geht ja nicht nur darum, dass ich nur 10 Leute... Ja, einen wunderschönen guten Tag. Das machen Sie, sind in der Leitung und dann gehen wir gleich zu Ihnen. Es ist ja, dass nicht nur 10 Leute sich nur treffen dürfen. Es dürfen sich nur 2 Haushalte treffen. Jetzt sage ich mal einfach mal als praktischer Mensch, der Familie hat. Du weißt es auch. Also
der nächste Geburtstag meiner Mutter. Also da sind wir einfach schon mal mehr als zwei Haushalte, auch wenn meine Mutter jetzt bei mir zu Hause lebt. Aber natürlich hat man bekannte Geschwister, Cousins und Cousinen. Von Freunden ganz abgesehen, soll man denn jegliches soziales Leben, was ein Teil wirklich auch unserer Zivilisation ist, auf Dauer, vor allem die Zeit ist ja nicht begrenzt, wir können nicht sagen, es ist in 3 Monaten vorbei, auf Dauer unser ganzes soziales Leben einschränken? Ich glaube, das ist nicht zu akzeptieren. Nein. So, jetzt sind Sie dran, werter Anrufer. Hallo? Wunderbar, Herr Kleinwächter, mich würde interessieren, warum die AfD diesen ganzen Maskenpopern im Bundestag mitmacht. Es wäre doch für die Abgeordneten der AfD mit Sicherheit ein leichtes, sich einen Attest zu besorgen oder eben halt die Sitzung zu meiden. Das wäre, glaube ich, das bessere Signal an die Bevölkerung. Ja, so leicht ist das nicht. So leicht ist das nicht. Es ist ja so, dass man auch als Abgeordneter nicht einfach so diese Atteste bekommt, sondern das entsprechend ärztlich erwirken muss. Ich bin ja selber gerade am Überlegen. Ich habe ja Corona gehabt, ich habe entsprechend Antikörper, aber ich muss natürlich erstmal einen Antikörpertest herkriegen und muss dann begründen, dass es für mich unzumutbar ist, eine solche Maske zu tragen, damit mir ein Arzt dieses Attest ausstellt. Ich versuche das zu erwirken, das ist aber sonst nicht so einfach. Wenn die Abgeordneten keine Maske im Bundestag aufhaben, dann kann das Zwangsgelder von bis zu 5.000 Euro zur Folge haben. Und das überlegt man sich als Abgeordneter schon. Es ist ja allgemein so, dass diese kompletten Corona- Strafgelder wirklich wahnsinnig hoch sind. Also was ist denn gefährlicher, die Maske nicht aufzuhaben oder bei Rot über die Ampel zu fahren, Kathi? Also ich glaube... Ich meine, das wäre auch ein Signal. Nein, dann würde man wieder über uns sagen, dass wir an der Politik nicht teilhaben wollen oder die Bundespolitik ignorieren. Wir haben das in der Fraktion besprochen und dann diese Idee verworfen, weil wir letztendlich gewählt worden sind, um am demokratischen Diskurs teilzunehmen und den Sitzungen komplett fernzubleiben, vor allem den Abstimmungen fernzubleiben, würde uns auch unsere Stimmrechts berauben. Und wir sind nun mal eine Fraktion, manchmal die einzige Fraktion, die gegen Anträge oder Gesetzesentwürfe der Regierung stimmt. Es ist aber auch wirklich wichtig, dass es diese Nein-Stimmen gibt. Stellen Sie sich mal vor, wir sind nicht da und die machen eine Grundgesetzgegenänderung gegen uns, weil sie dann die 2/3 Mehrheit haben. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz großes Problem. Also wir sind als Abgeordnete in gewisser Weise in der Zwangsjacke, dass wir bei solchen Regelungen zum Teil mitspielen müssen, auch wenn wir sie ablehnen. Wie ist das bei euch? Ja, also ich würde sagen, das genau wäre ja das, was uns vielleicht erhoffen würden, weil wir haben ja, wie du es vielleicht aus den Medien oder du weißt es ja auch von mir, den Untersuchungsausschuss Corona in Brandenburg durchbekommen und dafür braucht es halt 18 Stimmen. Wir sind als Fraktion 23. Also wenn wir unserem eigenen Antrag ferngeblieben wären, hätten wir die Regierung, also die Landesregierung jetzt nicht unter Druck setzen können. Also da haben wir dann schon in Kauf genommen, dass wir uns da reinsetzen und sagen, ja, wir haben die Möglichkeit als stärkste Opposition diesen Untersuchungsausschuss durchzubringen, der vor allem jetzt im Nachhinein ja dann wirklich ab Dezember genau beleuchten wird. Waren Sie denn zu den einzelnen Sachen berechtigt? Mhm. Inwieweit waren denn diese Grundgesetzeinschränkungen, die wir hier erlitten haben, die Kappung unserer persönlichen Freiheit, inwieweit war das dann alles in Ordnung? Und dafür muss ich sagen, musste man dann halt in Kauf nehmen, dass man dorthin geht. Und ich sehe es auch anders. Wir sind gewählt worden als Vertreter fürs Volk. Also sollte wirklich nur die eigene persönliche Krankheit im Ausnahmefall uns davon abhalten, unserer Arbeit dort nachzukommen. Weil dafür hat uns die Bevölkerung gewählt. Das stimmt. Dafür hat uns die Bevölkerung gewählt. Das machen wir gerne. Und wir haben wieder die Leitung frei. Vielen Dank für den Anruf. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören. 01743852017. Vorhin hatte ich einen Anrufer weggedrückt. Das tut mir leid, aber es war abzusehen, dass das länger dauert. Rufen Sie gerne wieder an. Oder auch wenn alle möglichen Zuschauer können immer gerne anrufen. 01743852017. Dann landen Sie direkt hier in der Sendung und können uns Ihre Fragen stellen. Ja, Corona war jetzt eigentlich das bestimmende Thema, wenn ich jetzt so auswerte, was die Anrufer alles gesagt haben. Was hat euch denn zu diesem Corona-Untersuchungsausschuss bewogen? Also zu dem Corona-Untersuchungsausschuss hat uns natürlich bewogen, dass Einschränkungen zum Beispiel, ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn mir kann niemand erklären, dass für Kinder es genau dasselbe ist, wenn sie zu Hause lernen sollen, also vor allem Kinder in den ersten Klassen, die lernen auch erst lernen müssen und die auch Sozialkontakte brauchen und die dann einfach alleine jetzt nur noch vor dem Laptop oder PC durch den Quasi-Unterricht ihrer Eltern an alles herangeführt werden sollen. Das ist nicht dasselbe wie das, was du und ich in unserer Kindheit Gott sei Dank erlebt haben, muss ich sagen. Und das kann man auf Dauer auch so nicht durchhalten. Das kann man, wie gesagt, als Gesellschaft nicht durchhalten, weil dann isolieren wir unsere Kinder.
Das war also erstmal ein Punkt, was uns ganz wichtig war, dass unsere Kinder wieder vernünftig zur Schule, in die Kindergärten, in die Betreuung gehen können. Ein anderes Beispiel, was mir persönlich, du bist auch Christ, also sehr zu schaffen gemacht hat, war die Isolation der älteren Bevölkerung. Wir haben ältere Leute, muss man sagen, die aufgrund von hohem Alter, von Vorerkrankungen halt nicht mehr alleine leben können. Die leben im betreuten Wohnen oder dann auch in den sogenannten alten Pflegeheimen. Diese Menschen sind teilweise über 90 Jahre, verstehen vielleicht gar nicht, warum der Familienangehörige, den sie aber empfinden, also wo sie noch was fühlen, wenn der jede Woche kommt oder das Enkelkind kommt, dem fern bleibt. Dem kann man es vielleicht aufgrund einer Demenz gar nicht mehr so erklären. Und das ist unwürdig und dem dürfen wir auch nicht einfach zuschauen und sagen, ach, na ja, das interessiert uns jetzt nicht, jetzt schauen wir einfach mal weg. Nein, würdiges Alter gehört auch zu einer couragierten Gesellschaft. So ist das. Vielleicht haben Sie ja auch schon die persönliche Erfahrung gemacht. Wir sind auch immer gerne für Hinweise oder Erzählungen dankbar. Wie ist es Ihnen denn ergangen in diesem Corona-Lockdown? Was hat Ihnen die Regierung angetan? Wo können wir vielleicht im Untersuchungsausschuss im Landtag mal konkret mit Beispielen nachfragen? Denn zum Beispiel habe ich ja auch selbst erlebt, als ich in der Corona-Quarantäne war, wie sehr man im Stich gelassen wurde. Meine Frau hat ja einen Haushaltsunfall. Glauben Sie nicht, dass wir auch noch nur ansatzweise ärztliche Versorgung bekommen hätten? Der einzige Weg wäre vielleicht noch der Notarzt gewesen, der dann im Schutzanzug unsere Wohnung betreten hätte, wie ein biochemisches Labor. Das kann aber nicht die Lösung sein, wenn man sozusagen irgendwas auch hat, was nicht mit Corona zu tun hat. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Fälle derer, die mit Corona sterben, eben auch damit zu tun hat, dass sobald eine Corona-Quarantäne erfolgt, eben andere Sachen schon gar nicht mehr behandelt werden. Und wir haben ja auch gerade im April, Mai, Juni dieses Jahres gesehen, dass ganz viele Krankenhäuser beispielsweise so sehr viele Corona-Kapazitäten schaffen mussten, dass sie Operationen verschoben haben, teilweise wichtige Operationen, Krebsoperationen, Herzoperationen. Es gab ja die anderen Krankheiten nach wie vor und dort das Sterberisiko sich natürlich erhöht hat oder auch das Risiko der Verschlechterung der Krankheiten. Ja, also ich sehe das auch so. Oder ich meine, wir freuen uns ja alle, wenn heutzutage Kinder auf die Welt kommen. Ich möchte in diesen Zeiten, muss ich sagen, nicht schwanger sein. Ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor, muss ich sagen. Arztbesuche, alles. Es ist ja nicht der Zustand, den wir sonst kennen. Oder wie du sagst, man hat die Möglichkeit, dass man lange Termine machen muss. Man muss grundsätzlich für alles mittlerweile einen Termin machen, hat dann immer diese Maske um. Und da ist die Verhältnismäßigkeit für mich einfach nicht gegeben. Es gibt ja dieses Für und Wider. Mit was haben wir es denn überhaupt zu tun? Und was ich auch sehe, muss ich sagen, ist halt wirklich, werden im Zuge von Corona nicht vielleicht Maßnahmen oder Gesetze schneller durchgewinkt, über die die Bevölkerung, auch wir als Opposition, sonst gerne länger in der Öffentlichkeit diskutiert hätten? Hat man nicht da auch das Mäntelchen der Panikmache, mit dem man andere Dinge vielleicht gerne verdecken möchte. Vielleicht möchte man gerne verdecken, dass es zum Beispiel unser Rentensystem gar nicht so gut steht, wie du ja auch weißt. Also, dass wir vielleicht an wirklichen Problemen unserer Gesellschaft dringend arbeiten müssen. Und wird Corona benutzt, ein Mäntelchen drüber zu decken, um zu sagen, ach, naja, so solche Probleme, die können wir ja jetzt wegen Corona nicht angehen. Ja, aber wir müssen sie angehen. Ja. Wir können es nicht einfach verschweigen. Ja. Ja, und weil du gerade ein Beispiel genannt hast mit Masken beim Arzt. Ich hatte tatsächlich eine Freundin in Kalifornien, die musste mit Maske gebären. Viel Spaß. Ich habe einen neuen Anrufer. Herzlich willkommen in der Sendung Norbert Kleiwichter und Kathi Muxl hier. Ja, schönen guten Tag. Und zwar hätte ich mal die Frage, wieso der Artikel 20 Absatz 4 von der AfD nicht in Erwägung gezogen wird, denn es weiß ja nun nicht jeder, was hier läuft. Führen Sie gerne mal weiter aus, bitte. Ja, die Merkel-Truppe, die muss weg und anders geht doch das nicht. Wenn jeder eine Demo macht hier, egal wie viel es sind, hier ein bisschen, da setzen die sich doch nur hin und lachen. Und was schlagen Sie vor? Das Grundgesetz in Anspruch zu nehmen. Artikel 20 Absatz 4 steht alles klipp und klar drin. Sie meinen Widerstand gegen die Staatsgewalt? Naja, genau, das ist hier keine Staatsgewalt. Das ist hier eine kriminelle Vereinigung, was man da in Berlin hat. Ja, also wir sind als AfD eine parlamentarische Kraft, die das Grundgesetz achtet und die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterstützt. Und wir glauben, dass wir den demokratischen Weg
gehen müssen und gehen sollten. Und dieser demokratische Weg führt über Wahlen. Wir sind als AfD eine Oppositionspartei, die jederzeit zur Wahl zur Verfügung steht, sehr gerne und mit sehr gutem Personal. Und wir sind gerne bereit, die Regierung zu übernehmen. Die nächsten Bundestagswahlen kommen hoffentlich nächstes Jahr. Und entsprechend hoffen wir dann auch darauf, dass viele Wähler uns unterstützen und dass wir diese Regierung abwählen können. Ich persönlich glaube nicht an den gewalttätigen Widerstand oder Revolution oder ähnliche Dinge. Das ist zumindest auch nicht das, wofür die AfD steht. Denn wir wollen der parlamentarische Weg zu dieser Änderung sein. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, dass die Regierung Merkel nicht mehr im Interesse des deutschen Volkes handelt. Zumindest ist das unser Eindruck. Also das ist sicherlich... Ja, aber das ist doch normal. Das hat auch nichts mit Gewalt zu stürzen oder was, das verstehe ich nicht. Kathi. Ja, also ich muss sagen, wir können natürlich zu keinerlei Maßnahmen aufrufen, die nicht übers Gesetz abgedeckelt sind, aber ich gebe dir insofern recht, dass wir ja gerade auch in der Bundestagsfraktion mit dem Arbeitskreis rechts eine hervorragende Abgeordnete haben, die jeden Tag, das weiß ich selber, gerade in Corona-Zeiten eigentlich die 7-Tage-Woche haben, weil die sich jede Verordnung und alles anschauen, ja, und versuchen wirklich überall zu finden und dann auch den Finger in die Wunde legen. Nur wir können es und wir daran, das ist unser Grundprinzip, nur über das Parlament. Also genau. Wir können es nicht anders. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich bin selber gerne auf der Straße, ich gehe gerne auf Demonstrationen, muss ich sagen, weil ich sage, das unterstützt natürlich unsere Arbeit im Parlament. Also wenn wir das nicht hätten, wenn wir nicht diese Verankerung im Volk hätten, also ich denke hier mal immer Cottbus, die größeren Sachen, dann wäre das auch nicht gegeben. Man braucht ja auch Bestätigung, ist der Weg, den wir beschreiten im Parlament, der richtige. Nur der Weg übers Parlament muss es immer sein, weil unser Grundgesetz... Genau. Und wir bekommen einen neuen Anruf. Herzlichen Dank und ich nehme den neuen Anrufer an. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend. Norbert Klamichter und Kathi Muxl hier. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Uwe Prübert hier. Hallo. Sie haben wahrscheinlich noch den Lautsprecher an, weil wir Sie hören können und das ist natürlich zeitversetzt. Moment, bitte. Ich hatte noch den Fernseher an. Ich habe eine Frage und zwar mit diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wie reagiert die AfD darauf und welche Möglichkeiten bestehen, dass das wieder, sagen wir mal, rückgängig gemacht wird? Ja, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war ein ganz großes Thema, das wir auch besprochen haben, wozu wir mehrere Anträge gestellt hatten, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz wieder abzuschaffen. Wie kann es rückgängig gemacht werden? Ganz einfach, wir brauchen einen Gesetzesänderungsantrag auf Abschaffung dieses Gesetzes. Der muss aber natürlich die nötige Mehrheit im Parlament haben. Im Moment haben wir diese nötige Mehrheit im Deutschen Bundestag nicht. Aber wir treten ganz klar mit dem Wahlziel auch an, für 2021 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz abzuschaffen. Wir hoffen, dass dann die Mehrheiten 2021 eben ausreichen. Und deswegen bemühen wir uns darum. Also das ist ganz, ganz klar Politik der AfD. Wir wollen es restlos abschaffen, weil es in die Rechte der Bevölkerung eingreift, weil es unnötig auch Zensur erlaubt. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht unterstützen als freiheitliche Partei. Ja, ich bedanke mich für die Antwort und ich hoffe, dass das viele, viele Leute sehen und hören und dass viele Antworten auch beantwortet werden. Vielen lieben Dank, Herr Kleinwächter. Vielen lieben Dank Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Noch? Jetzt ist er aus. Jetzt hatte ich tatsächlich einen Anrufer, der hat zweimal angerufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Den rufe ich jetzt glatt mal zurück und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, genau, weil ich die Leute wegdrücken muss manchmal. Einen wunderschönen guten Tag. Norbert Klamichter und Kathi Muxl hier. Ich war so böse und musste sie zweimal wegdrücken. Dann habe ich mir gedacht, ich rufe sie an. Ja, hallo. Hallo. Eine Frage. Gibt es keine Möglichkeit, vor einem deutschen Gericht diese ganzen Corona-Maßnahmen, die unsere Regierung gerade so im Raum stellt, verhandeln zu lassen, prüfen zu lassen? Weil ganz ehrlich, man hört ja von allen Seiten, dass hier mehrere Gesetze gebrochen werden und
ja, man fühlt sich halt hilflos als Bürger dieses Landes. Können Sie da irgendwas als Partei machen? Ja, was gibt es für Möglichkeiten? Na, wir haben schon einiges gemacht. Wir klagen dagegen. Wir im Deutschen Bundestag, viele Abgeordnete klagen hier. Und im Landtag passiert auch viel. Ja. Ich lasse dich am besten gleich mal hier ausführen, Kathi. Es ist so, die Corona-Maßnahmen sind größtenteils, auch wenn es natürlich die gesamtdeutsche Bevölkerung betrifft, aber wir haben ja ein System mit Bundesländern, sind das meistens Anordnungen aus den Bundesländern. Insofern sind wir auch froh, dass die einzelnen Fraktionen in den Bundesländern dann auch immer die Klagen vor den jeweiligen Verfassungsgerichten der Bundesländer führen. Die sind auch sehr langwierig, muss man sagen. Wir haben zwar auch selbst in Brandenburg schon 2, 3 im Eilverfahren versucht durchzubekommen, aber es dauert Monate teilweise, bis es von den Gerichten überprüft wird. Und das zieht sich natürlich hin. Da ist schon wieder die nächste Verordnung drauf. Gegen die nächste Verordnung muss man im Prinzip schon wieder klagen. Also es ist juristisch, muss ich sagen, auch nicht ganz so einfach. Aber ja, wir klagen dagegen als AfD und wir werden auch weiter klagen. Wir werden jeden einzelne unsinnige Verordnung auf den Prüfstein stellen. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Und das ist ganz, ganz wichtig. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Okay, alles klar. Einen wunderschönen guten Abend noch. 01743852017, das ist die Rufnummer, die Sie wählen können, um hier in die Sendung zu kommen und durchzukommen. Manchmal merken Sie schon, es piept in der Leitung. Das ist, wenn ein Anrufer anruft, während ein anderer Anrufer noch in der Leitung ist. Und wenn ich Sie wegdrücke, bitte ich da herzlich um Entschuldigung. Sprechen Sie nicht auf die Mailbox, rufen Sie einfach an, wenn Sie merken, dass ich hier wieder auflege, weil dann ist die Leitung frei und dann kommen Sie auch durch. Der Zeitversatz im Internet ist so circa 5 bis 10 Sekunden. Und da ruft tatsächlich jemand an. Herzlichen Dank, dass Sie das beherzigt haben. Einen wunderschönen guten Tag, Norbert Kleinwächter und Kathi Muxel. Hallo? Ja, man kann Sie hören. Hallo. Ja, hier ist Andreas. Guten Tag. Ich habe mal eine Frage. Und zwar diese ganzen Maßnahmen, die gestern Abend beschlossen wurden. Ja. Von dieser korrupten Bande, Merkel und Co. und Genossen. Müsste da nicht die erste Maßnahme sein, Grenzen zu? Grenzen zu? Grenzen zu. Grenzen zu. Ja, also es ist ganz klar, dass wir insbesondere in Bezug auf die illegale Migration die Schließung der Grenzen fordern, beziehungsweise Kontrollen an der Grenze. Also was ist denn zu viel verlangt, zu den Leuten zu sagen, sie sollen ihren Personalausweis herzeigen? Das soll man jetzt in jeder Gaststätte tun, um unter Corona-Bedingungen dort essen zu können. Aber an der Grenze soll man es nicht können. Ja? Und wir haben die Situation, dass ganz, ganz viele ihre Pässe wegwerfen, ihre Reisedokumente wegwerfen, ihre Herkunft verschleiern und Grenzen dicht, Grenzen zu. In diesem Aspekt... Da wird eine Maskenpflicht überall geschlossen, aber die Grenzen bleiben auf. Ja, das ist wenig verständlich. Ja, ich stark machen, bei der nächsten Bundestagssitzung dafür. Es ist auf jeden Fall insofern wenig verständlich, muss ich sagen, weil wir ja sagen, wir schränken jeden Bürger in seiner kleinsten Privatsphäre, in seinem Arbeitsbereich, also ich denke nur Maskenpflicht im Büro ein. Und wir kriegen es nicht in den Griff, sage ich mal, unsere Außengrenze zu kontrollieren. Das ist unsinnig. Das geht. Ja. Das kann man machen. Ja, das ist das. Gut. Ja, denn... Darauf haben wir eigentlich alle gestern Abend gewartet, dass die Frau Merkel bekannt gibt, dass auch die Grenzen geschlossen werden, bei so vielen Maßnahmen. Ja, das können Sie vergessen bei Frau Merkel. Druck gegen das eigene Volk. Also, das ist die größte Sauerei, die ich schon lange erlebt habe, dass die Grenzen offen bleiben. Warum bleibt die Grenzen offen? Das ist richtig. Und es so viel angeblicher Gefahr. Wir sind ja alle schon fast tot. Nach den ihren Reden. Und wenn ich den Herrn Söder reden höre, da fallen mir noch ganz andere Sachen ein, kann ich Ihnen das jetzt nicht sagen. Genau, wir sind live im Internet und Sie können ja immer anrufen unter der 01743852017. Aber um hier eine Anekdote zu erzählen, es war ja deutsch-französische parlamentarische Versammlungssitzung per Online-Videokonferenz, als tatsächlich die Grenzen zwischen Frankreich und Deutschland geschlossen worden waren. Das hatten wir ja tatsächlich als kurzzeitige Corona-Maßnahme, dass sie die Grenzen abgeriegelt haben. Und das war den Regierungen überhaupt nicht recht. Also lieber riegeln die eine Stadt ab oder riegeln die ein Bundesland innerhalb Deutschlands
ab, als dass sie eine EU-Grenze abriegeln, denn das geht ja gegen ihren Glauben eines vereinigten Europas. Das will man ja auf gar keinen Fall gefährden. Auf jeden Fall irgendwie die EU am Laufen halten mit all ihren Verfehlungen. Das ist das Programm der Regierung und das wollen die alle und deswegen gibt es auch keine Grenzschließungen mit dieser Bundesregierung, mit uns natürlich schon. Ja, und ich habe das Gefühl, man hat eher so Maßnahmen gegen die eigene Bevölkerung und der schränkt man sehr gerne wohl die Geselligkeit und auch das Reisen ein, weil es ist ja schon immer so gewesen, dass wenn Leute verreisen, dass sie ihren Horizont erweitern. Und das, glaube ich, möchte diese Regierung gerne unterbinden. Ja, wir hören Sie und wir danken Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihren Anruf. Einen wunderschönen guten Abend. Für die schöne Sendung auch. Ja, gerne, gerne. Wir machen das gerne wieder. Ich glaube, das ist auf mir macht gerade Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 0174-385-2017, das ist die Nummer, die Sie anrufen können, um Kathi Muxl und mich hier zu erreichen. Noch ungefähr 10 Minuten, eine Viertelstunde machen wir die Sendung, weil wir um 18 Uhr dann langsam umbauen für den Bürgerdialog heute Abend. Das ist um 19 Uhr ja hier in diesem Gemeindehaus in Hangelsberg eben ein Vortrag von Kathi Muxl und mir. Der wird auch live im Internet übertragen, also es wird nur eine Stunde Pause geben, dann können Sie gleich wieder YouTube anmachen oder Facebook. Das sind die beiden Kanäle, auf denen das übertragen wird. Wie gesagt, noch 10 Minuten oder eine Viertelstunde nehmen wir Ihre Anrufe hier an, beantworten sehr, sehr gerne Ihre Fragen. 0174 385 2017. Jetzt musst du mal einen Lückenfüller machen, Kathi. Ja, ich überlege jetzt haben wir ja schon sehr viel über Corona gehört und zu Corona viel fällt jetzt auch hier in die Region. Ich weiß ja, der Aufreger hier in der ganzen Region, hast du ja auch mitbekommen, ist also diese Gigafactory von Tesla. Und da gab es ja auch, sollte es ja eigentlich schon im März eine Anhörung der Bürger geben. Das heißt, wenn größere Bauprojekte sind, haben die Bürger natürlich auch eine Möglichkeit nachzufragen. Es gibt ja bis jetzt für diese Gigafactory keine Baugenehmigung, aber es soll in die 6. Vorabgenehmigung nach 8a Bundesemissionsschutzgesetz gegangen werden. Das heißt, Vorabgenehmigungen sind immer, die dürfen im Prinzip bauen ohne Bauantrag. So muss man sich das vorstellen. Also zu Hause darfst du das natürlich nicht. Das würde ich mir auch wünschen. Ich wollte gerade sagen, also komm nicht auf dumme Ideen, weil du reist garantiert wieder ab oder kriegst eine Strafe. Dafür, dass du dir das Bauen für alle Zeit überlegst. Also auch alle anderen empfehle ich sowas natürlich nicht zu tun. Also nicht an der Garage werkeln oder an anderen Dingen ohne Baugenehmigung. Aus der Schweiz. Den nehmen wir doch mal an, wa? Ja, bitte sehr. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen in der Sendung. Kathi Muxl und Norbert Kleinwächter hier. Ja, guten Tag. Mein Name ist Clear. Hallo. Ich komme aus der Schweiz an. Ja. Herzlich willkommen in der Sendung. Moment, ich muss mal toll aus. Also ich rufe aus der Schweiz an. Ich habe das verfolge das gerade. Ich wollte nur ganz kurz fragen, warum haut man den Grünen nicht mal um die Ohren, dass sie den Irakkrieg unterstützt haben? Wenn ich richtig informiert bin, mit 16,8 Milliarden Euro. Ja, korrekt. Das ist vollkommen korrekt und wir weisen im Bundestag manchmal in entsprechenden verteidigungspolitischen oder außenpolitischen Reden darauf hin. Es ist tatsächlich so, dass die Grünen den Irakkrieg mit unterstützt haben, übrigens viele weitere Militäreinsätze unterstützt haben. Und wenn die sich immer als Friedensbewegung hinstellen, dann ist das genauso verlogen, wie wenn sie sich als Umweltschützerpartei hinstellen. Das ist der Aufreger, den wir aber privat heute auch mittags besprochen hatten, wo wir gesagt haben, es gehört sich einfach nicht, deutsche Soldaten, junge Männer, muss ich sagen, mit 18, 20 Jahren irgendwo in der Welt in ein angebliches Krisengebiet, wo wir nicht mal wissen, welche Krisen da überhaupt vor Ort sind, hinzuschicken, wo wir erstmal den Globus nehmen müssen und erstmal gucken, wo das Land ist und unsere jungen Männer dieser Gefahr auszusetzen. Also wir sind als AfD der Meinung, nein, das geht gar nicht. Unsere jungen Männer gehören nach Hause und nicht irgendwo auf die Welt. Und wir sprechen uns auch ganz entschieden gegen Waffenexporte in diese Länder aus, weil die verursachen ja die Probleme, die verschärfen diese ganzen Dinge. Und das wollen wir natürlich nicht. Also wir stehen dazu, dass unsere jungen Männer in der Bundeswehr nicht überall in die Welt geschickt werden, wo wir überhaupt nicht wissen, was mit ihnen passiert. Unsere Freiheit wird nicht irgendwo in Afghanistan oder in Mali verteidigt. Unsere Freiheit ist hier in Europa, in einem friedlichen Europa der Vaterländer und nicht irgendwo in Afghanistan. Korrekt. Und was mich sehr geärgert hatte, das war tatsächlich ein Beitrag von Axel Schäfer, SPD im Deutschen Bundestag, der gesagt hatte, die AfD will Krieg. Dabei ist die AfD, glaube ich, die einzige ernstzunehmende Friedenspartei,
die im Deutschen Bundestag vertreten ist und im Brandenburgischen Landtag. Wir wollen eben keine Waffenexporte, wie du es erklärt hast. Wir wollen Frieden auf der Welt, danach streben wir. Wir wollen auch Frieden in Europa und genau der wird eben von der Regierungspolitik von Angela Merkel gefährdet. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herzliche Grüße aus dem Landkreis Oder-Spree in die Schweiz. Das hat uns sehr gefreut, dass Sie angerufen haben und wir haben den nächsten Anrufer in der Leitung. Einen wunderschönen guten Tag. Norbert Kleinrichter und Kathi Muxl hier. Schönen guten Tag. Ich habe mal eine Frage. Zumindest habe ich auch mal, was mich ärgert, ist an der ganzen Sache, dass die Leute so in Panik gehalten werden mit den ganzen positiven Tests. Ne? Die reden ja immer von Infizierten. Warum wird das nicht so kommuniziert, dass das positive Ergebnisse sind? Das wäre das eine, weil der PCR-Test keine Infektion feststellen kann. Das nächste, was mich ärgert, ist, dass immer nur aufgezählt wird. Es werden immer mehr Infizierte, in Anführungsstrichen, immer mehr, aber die rechnen nirgends die Genesenen wieder dagegen. Ne? Also die ziehen sich ja auch irgendwann mal wieder ab. Und was ich ganz schlimm finde, ist, dass die jeden Tag die positiven Ergebnisse sagen, es werden immer mehr, aber es wird eben nicht kommuniziert, dass die gegenüber März, wo das Ganze angefangen hat mit dem Testen, die Tests um das 12-fache, 13-fache, jetzt mittlerweile sind sie bei 1,5, 1,6 Millionen Tests. Das muss doch kommuniziert werden. Wir haben am Anfang März, haben die, ich glaube, mit 124.000 Tests angefangen. Jetzt sind sie bei 1,5 Millionen wöchentlich. Ja. Und die kommen immer noch nicht auf die Zahlen, die im März praktisch positiv getestet wurden. Und wenn man das so weiterführt und die ihre Pandemie in Anführungsstrichen weiterführen können, dann können die das noch für die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre machen, wenn die das weiter so machen. Die erhöhen einfach die Tests und durch die falsch positive Rate werden das halt immer mehr getestet, die sie halt finden. Je mehr sie testen, umso mehr falsch positiv finden die auch. Warum wird das nicht so offen kommuniziert? Wir als AfD kommunizieren das sehr offen. Es wird natürlich von den Medien oftmals nicht rezipiert. Das gehört zur Wahrheit dazu. Es wird also nicht weitergegeben, was wir da sagen. Wir kritisieren sehr wohl, wie diese PCR-Tests stattfinden, wie sie organisiert sind und dass sie eben auch nicht wirklich valide Testergebnisse liefern. Das habe ich ja vorhin auch gerade gesagt. Diese Tests sind nicht für klinische Zwecke eigentlich entwickelt worden, sondern für im Prinzip Forschungszwecke. Und diese PCR-Tests haben auch eine Funktionsweise, die außerordentlich schwierig ist letztendlich in der wirklichen Aussagekraft über das Testergebnis, nicht wahr? Also wir haben letztendlich die Situation, dass wir ständig, Sie haben das sehr gut beschrieben, summarische Aufrechnungen haben, den Leuten wird Angst gemacht. Ja, die Leute werden in Angst und Panik versetzt, weil sie entsprechend eben wollen von der Regierung her, dass die Menschen den Empfehlungen der Regierung nachkommen, Masken tragen, sich auf Abstandsregelungen einhalten und im Prinzip auch akzeptieren, dass die Regierung sich Sonderrechte gegen die Legislative herausnimmt, dass die Regierung sagt, wir machen jetzt diese oder jene Notstandsverordnung. Es hat wirklich den Notstandsverordnungscharakter und das geht überhaupt nicht in Ordnung, dass das passiert. Und das passiert aber in der Politik und wir sind stark dagegen. Haben Sie herzlichen Dank. Ich habe den nächsten Anrufer in der Leitung. Der probiert es zum siebten Mal. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Norbert Kleinrichter und Kathi Muxl hier. Hallo, ich grüße Sie. Ich habe jetzt gerade Ihre Sendung hier drauf. Ja. Und hätte auch gerne mal was gefragt. Ist das jetzt bei Ihnen möglich? Das ist bei uns möglich und danke, dass Sie so hartnäckig angerufen haben. Ich musste Sie ein paar Mal wegdrücken, weil ich ja noch mit einem anderen Anrufer im Gespräch war. Ja, der bin ich hartnäckig, ja. Gut, kann ich? Ja, bitte. Ich verfolge das, ich bin auch Wähler, ich kann das so sagen, der AfD, weil ich eigentlich von den anderen Parteien so gut wie nichts halte. Aber mir geht es jetzt, die ganze Arbeit Ihrer Partei ist für mich, wäre mein Anliegen, ich würde in die Öffentlichkeit mehr gehen. Ich würde außerhalb des sogenannten Parlaments, ist ja kein Parlament mehr, das ist ja, ich meine auch ein einziger Witz, was, wenn man so eine Bundestagsdebatte mal abhört, ist es ein Witz, was dort geschieht, das sind Blockparteien, die zu DDR zeigen. Ich weiß, Sie werden bei der Bevölkerung bestimmt viel Unterstützung, aber diese Probleme, was für mich das Schlimmste ist, ich habe eine Maske, ich komme jetzt nicht auf den Namen dieser Neurologin, die jetzt hier bei YouTube diesen sehr, sehr guten
Beitrag, was ein Masken tragen, nach 3 Minuten mit Sauerstoffmangel und alles. Ja. Das ist in meinen Augen grobe, fahrlässige Körperverletzung, was hier bestimmt wird, dass die Leute von Regierungsbestimmungen, also von Masken tragen müssen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Eine klare und in die Öffentlichkeit gehen. Es wird zu wenig, glauben Sie mir, es wird zu wenig kommuniziert, wenn man hört, was manche Menschen noch diesen, was die Medien nicht loslassen, sowieso kriminell, diese Sachen nachplappern und diese Uninformiertheit. Ich sage mal, ich möchte nicht sagen Dummheit der Menschen, aber man kann doch sein Leben diesen Leuten nicht mehr in die Hand geben. Deswegen würde ich Ihnen fragen, ob Sie nicht mehr in der Öffentlichkeit außerhalb vom Parlament tätig werden. Weil man sieht doch, ihre ganze Arbeit wird blockiert. Sie werden auf die übelste Art und Weise, wenn sie Sachen geredet haben, von Leuten, die nicht meine Ausbildung haben, da wissen Sie ja, wenn ich meine, wenn ich die Frau Roth sehe, kann nicht meine Abschluss aus. Ich sitze manchmal neben ihr. Also ich habe jetzt viel geredet, aber ich wollte eigentlich nur die Empfehlung, vielleicht doch mal mehr aus dem Parlament unter der Bevölkerung tätig zu sein, weil die Menschen müssen aufgeklärt werden. Sehen Sie, und das ist genau das Konzept, das hinter der Brandenburg-Tour steht, die ich ja gerade mache. Als Abgeordneter reise ich ja gerade jetzt jeden Tag durch einen anderen Landkreis. Heute bin ich eben im Landkreis Oder-Spree. Da ist eben Kathi Muxel Kreisvorsitzende und auch direkt gewählte Landtagsabgeordnete. Und das freut mich sehr, dass wir heute Abend hier oder den ganzen Tag eigentlich schon gemeinsam verbringen. Morgen bin ich dann im Märkisch-Oderland und übermorgen im Landkreis Dahme-Spreewald. Und das ist ja auch mein Ziel, gerade durch die Internetsendungen, die ich ja nun doch mache und auf einem Kanal, der sehr viele Abonnenten mittlerweile hat. Vielen Dank für die Treue an dieser Stelle, eben genau diese Informationen in die Öffentlichkeit zu tragen. Denn ich gebe Ihnen vollkommen recht, das Parlament alleine reicht nicht aus. Wir brauchen das Internet, wir brauchen den Kontakt mit der Bevölkerung und wir brauchen auch die Straße. Vielen herzlichen Dank. Ich habe den nächsten Anrufer. Auf Wiederhören. Jo, danke. Tschüss. Norbert Klamichter und Kathi Muxel am Apparat. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo? Hallo, ja, wir haben eine kleine Zeitversetzung zwischen Realität und Internet. Das bedeutet, Sie hören noch, was ich vor 10 Sekunden gesagt habe, aber Sie sind herzlich willkommen in der Leitung. Das ist ja wirklich eine schlechte Leitung gerade. Kleinwächter. Und zwar der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz hat sich ja wieder geäußert zu dem Flügel in der AfD. Ja. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie sehr gut. Okay, und das, die Äußerung vom Haldenwang war ja derart, dass praktisch gesagt wurde, dass jetzt der Flügel doch nicht ganz beseitigt sei, die AfD sich nicht distanziert hat und der Flügel noch existiert und stärker ist als je zuvor. Meine Frage ist eigentlich, wann versteht es das Präsidium und der Vorstand der AfD endlich mal, dass der Verfassungsschutz nicht in keinster Weise für uns irgendein Partner darstellt oder eine seriöse Quelle, was bei uns in der Partei vorgeht? Wann verstehen wir, dass wir uns da nicht mehr darauf verlassen können, den Verfassungsschutz als Partner überhaupt anzusehen in seinen Empfehlungen bzw. seinen Äußerungen, sondern als ein Vehikel, Minitekel der Blockparteien, wie meine Vorgänger jetzt auch schon mehrmals gesagt hatten. Wie ist Ihre Meinung dazu? Also ich glaube, in der Partei hat noch nie jemand den Verfassungsschutz für einen Partner gehalten. Ich glaube, da sind wir uns wirklich einig, lagerübergreifend, dass der Verfassungsschutz kein Partner der AfD ist, sondern ein Instrument der etablierten Parteien, uns klein zu machen und klein zu halten. Der Verfassungsschutz ist definitiv nichts, wo ich sagen müsste, jemand, der wirklich an der Politik der AfD interessiert ist, dass er sagen könnte, der wird hergenommen, um irgendwelche Realitäten zu beschreiben. Er ist ein Instrument gegen uns, er wird benutzt, er wird politisch benutzt und alles, was dieser Verfassungsschutz auf Länder- und auch auf Bundesebene von sich gibt, ist nicht dafür angetan, irgendwelche Diskussionen zu befördern, sondern im Gegenteil, ich würde es mal ganz deutsch sagen, er ist nur angetan, uns alle mit Schmutz zu bewerfen und da verwahren wir uns auch dagegen, muss ich sagen. Und wir distanzieren uns auch nicht davon, dass wir eine rechtsstaatliche Partei sind und wir fordern die Einhaltung der Gesetze. Und wenn das dieser Regierung nicht passt und sie dann ihr Staatsorgan auf uns loslassen muss, dann verwahren wir uns dagegen. So ist es, so ist es.
Ja. Das ist eine sehr kritische Situation, weil aus allen Rohren geschossen wird zurzeit und jetzt ja auch der Landesparteitag in Berlin durch einen Überfall der Antifa auf die Räumlichkeiten, die jetzt praktisch, die wir gebucht haben, da praktisch, die ist ja jetzt in Frage gestellt, ob der überhaupt stattfinden kann und also wenn man selbst so als Delegierter zu so einem Parteitag geht, hat man mit so einem mulmigen Gefühl dahin, dass man von der SA praktisch schon der Merkel-Blockparteien da vor Ort erwartet wird, ist eine schreckliche Atmosphäre. Ja. Man hat Angst um Leib und Leben und möchte eigentlich nur Politik machen als gewählter Vertreter für sein Land. Und ich weiß gar nicht, ob das bei den Leuten, bei den normalen Bürgern überhaupt so richtig ankommt, was das für eine psychische und physische Belastung darstellt, wenn man mit einmal vorm Haus sein Plakat kleben sieht, Wanted, die Antifa gibt praktisch einen Wanted-Brief raus, das mit Adresse, Telefonnummer, Daten der Familienangehörigen, Kindern und so weiter, dass man zum Anschlag freigegeben ist. Ja, was das für Zustände sind mittlerweile in unserem Land. Das ist ja unfassbar. Und dann noch diese Corona-Krise dazu, die dem Ganzen noch die Krone aufsetzt. Ich glaube, den Bürgern dieses Landes, die sind so in ihrem medialen Blase auch bespielt, dass die überhaupt nicht verstehen, was wir wollen. Und auf Arbeit merke ich das auch ganz deutlich, wenn ich spreche mit den Leuten, dann sagen die immer, ja, ihr habt ja recht, aber leider kann man euch nicht wählen. Und das ist, da müssen wir alles dran setzen, dass wir dieses, leider kann man euch nicht wählen, weil es nichts bringt, dass man das auflöst, dass man den Leuten wieder eine Hoffnung gibt, dass sich auch was ändern kann und sie selber der Souverän des Staates sind. Nicht Frau Merkel, sondern die Bürger sind der Souverän dieses Landes. So ist es. Das müssen die Menschen verstehen wieder. Ja? So ist es. Und wir sind ja eine Partei, die umfangreich immer auf die Gefahr durch den Linksterrorismus hinweist. Es gab ja erst die neueste Gelegenheit dazu bei der Räumung der Liebig 34 in Berlin, wo ja eben die Linke sich auch dafür eingesetzt hatte, dass diese Räumung nicht erfolgt, wo wir gesagt haben als Rechtsstaatspartei, das Eigentum ist rechtlich geschützt, nämlich das Eigentum dessen, der dieses Gebäude besitzt. Und als dann diese Bude geräumt worden war, hat man mal gesehen, wie Linksterroristen tatsächlich hausen. Das war erschreckend. Die Bilder gingen ja tatsächlich um die Welt. Und wir sind eine Partei, die sehr deutlich auf die Gefahr durch den Linksextremismus hinweist, der sich in Gestalt der Antifa eben auch abbildet und der uns natürlich auch belastet. Also ich glaube, es gibt keinen AfD-Politiker, der noch nie mit der Antifa in irgendeiner Weise negativ zu tun hatte. Also ganz sicher ist das eine Belastung, die man im Hinterkopf hat, wobei ich sagen muss, man darf sich von dieser Angst nicht besiegen lassen und ich kann auch nur Sie ermutigen, lassen Sie sich davon auf keinen Fall besiegen, weil wir brauchen auch auf kommunaler Ebene Leute, die sagen, wir stehen dazu, wir stehen zum Rechtsstaat, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir kennen natürlich auch hier, Brandenburg ist ein Flächenland, Leute, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben, die aber sehr wohl trotzdem, sage ich mal, abends mit ihrem Hund spazieren gehen und von uns Flyer verteilen, wenn es keiner sieht. Soweit sind wir leider schon gekommen, muss man mal sagen. Aber auch die ermutige ich, macht einfach weiter, lasst euch nicht einschüchtern. Und natürlich weist auch alle in der Bevölkerung darauf hin, dass ja auch ganz viel Geld vom Staat, gerade auch in Brandenburg, wir fragen im Parlament ja immer nach, in, sag ich mal, antifa-nahe Organisationen geht, wo der Staat auf die Hintertür, über die Hintertür natürlich diese ganze Sache auch finanziert. Was meinen Sie denn, woher die schönen bunten Flyer von denen kommen? Die kommen doch sicherlich nicht daher, Entschuldigung, weil die alle von 6 Uhr morgens bis abends 24 Uhr arbeiten gehen und davon ihre eigenen Flyer finanzieren. Und genau da sollte auch jeder einzelne Bürger in seiner Gemeinde, in seiner Kommunalvertretung einfach mal nachfragen und sagen, wofür gebt ihr denn das Geld aus? Was sind denn das für Vereine, wo das Geld hingeht? Ja? Sollten wir nicht unser Geld, unser Steuergeld, unser, was wir abgeben an den Staat, wohl geben in, natürlich in die Feuerwehr, in die Sachen, in die THW, in die Tierhilfe, in die Sachen, in die Altenpflege, in die Sachen, die uns nützen und nicht in solche Organisationen. Schaut genau hin, wo geht dann das Geld hin? In jeder Gemeinde, in jedem Kreistag. Fragt einfach nach und bitte gebt nicht auf, weil ihr denkt, oh, die Antifa ist ganz schlimm, ich habe jetzt so eine Angst davor. Es ist keine schöne Situation draußen mehr, aber macht einfach weiter, auch für unser Land. Genau. Mit diesen Worten einen schönen Abend und ich nehme den nächsten Anrufer. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Wiederhören, tschüss. Tschüss. Kathi Muxel und Norbert Kleinwächter am Apparat. Herzlich willkommen. Mahlzeit. Hallo. Meine Frage wäre, warum sollte ein Berufstätiger weiterhin sozialversicherungspflichtig arbeiten?
Wenn man nur auf Hartz IV hinarbeiten kann. Wenn man nur? Auf Hartz IV hinarbeiten kann. Naja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Altersarmut ist ein riesengroßes Problem. Und sobald man... Naja, sicher. Und sobald man dann letztendlich in die Gefahr kommt, dass man von seiner Rente oder von seinem Einkommen nicht leben kann, dann führt das letztendlich dazu, dass man alles verkaufen muss, was man sich erarbeitet hat, und dann landet man wieder auf Hartz IV. Wir haben ein riesengroßes soziales Problem in Deutschland, und das besteht darin, dass wir sehr hohe Sozialkosten haben und durch diese Sozialkosten gar nicht besonders ordentliche Renten oder Ähnliches finanziert bekommen, sondern wir haben einen hohen Anteil von Armutsrenten, wir haben eine hohe Armutsgefährdung. 11 Millionen Menschen werden im Alter in Armut leben, das sind die aktuellen Statistiken. Und man hat eine sehr, sehr gute Chance, dass man im Alter eben Armut erleben muss und dann gegebenenfalls auf Sozialkassen zurückgreifen muss und dafür alles veräußern muss, was man sich erarbeitet hat. Genau aus diesem Grund veranstaltet die AfD einen großen Parteitag in circa 4 Wochen, um über Sozialpolitik zu reden. Es gibt einen Leitantrag. Es gibt ein Konzept der Alternative für Deutschland. Wir wollen diese Armut bekämpfen. Wir wollen für ordentliche Renten eintreten. Und dazu gehört eben auch, dass wir mit der Ehrlichkeit herangehen, gewisse Leistungen zu kürzen. Und da fangen wir schon eben mal bei illegalen Migranten an. Nicht wahr? Denn die kosten Milliarden Euro jedes Jahr, die uns fehlen. Wir setzen übrigens auch finanziell bei der Europäischen Union an und sagen, es geht nicht an, dass wir über 40 Milliarden dort jedes Jahr hinüberweisen. Geld, was uns eben in Deutschland fehlt. Und wir müssen erstmal gucken, dass wir die Dinge des täglichen Bedarfs, die Sozialleistungen, die wir wirklich benötigen, dass wir die finanzieren können. Und deswegen treten wir für eine völlig andere Konzeption der Steuer- und Sozialleistungen ein. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, hier in Deutschland das zu machen und dafür nachhaltig einzutreten. Ja, und vor allem, man darf ja nicht vergessen, es geht um würdiges Alter. Wir haben ja gerade auch im ländlichen Raum Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben mit Berufen, wo man ja nicht einfach so viel wegsparen konnte, wo einfach aber die Gehälter auch im ländlichen Raum nicht so hoch waren über die Jahrzehnte, dass eine so üppige Rente nach dem jetzigen Rentensystem da rauskommt. Und dann ist es nun mal einmal so, dass vielleicht einer überbleibt, der möchte aber sein Häuschen, was man ein Leben lang, wo man die Kinder großgezogen hat, was man sich mühsam erarbeitet und erspart hat, natürlich im Alter auch nicht verkaufen, nur weil einer vielleicht schon früher geht, nur weil die Rente nicht reicht. Und da müssen wir wirklich vehement auch als Staat entgegentreten und als Politik entgegentreten. Es geht um würdiges Alter, es geht darum, wenn jemand gearbeitet hat und dann in den Ruhestand geht, dass er davon auch vernünftig leben kann. Und wenn wir das in Berlin manchmal sehen, wenn man mit dem Zug fährt, du und ich, wir fahren Regio, also was auf Bahnhöfen, dass ältere Leute Flaschen sammeln müssen, das kann nicht die Zukunft sein. Korrekt. Ja, das muss... Das Humanste, ja. Ich meine, so wie der Kurs doch aussieht, wird das doch viel schlimmer. Ja, das wird schlimmer werden, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und deswegen müssen wir im Hier und Heute gegensteuern, was die Regierung allerdings nicht tut. Und das ist einmal eine sehr große Kritik, insbesondere an der sogenannten Sozialpolitik von Bundesminister Heil und der Bundesregierung. Sie tun nichts gegen diese Entwicklung, die ja auch demografisch abzusehen ist, die finanziell abzusehen ist. Wir stürzen in eine große Sozialkrise in diesem Land. Und davor warnen wir, davor warne auch insbesondere ich, innerhalb des Sozialausschusses des Deutschen Bundestages. Ich weiß, dass Sie sehr engagiert sind, Herr Kleinwächter. Ich folge Ihnen schon sehr lange. Dankeschön. Und danke für Ihre Beteiligung heute Abend in der Sendung. Ich nehme den letzten Anrufer, der jetzt gerade anruft. Und damit wollen wir dann auch die Sendung beschließen. Es ist 18.12 Uhr bis 18.15 Uhr machen wir. Deswegen sage ich herzlichen Dank und guten Abend, Norbert Kleinwächter und Kathi Muxel hier in der Sendung. Einen wunderschönen guten Tag. Schönen guten Abend. Ich habe mal eine konkrete Frage zum Thema Rechtsradikalismus. Da habe ich jetzt erfahren, dass zum Thema Graue Wölfe, also Erdogans Speerspitze quasi, dass wir dort in Deutschland von rund 16.000 Mitgliedern sprechen. Und da würde es mich jetzt interessieren, ob die bei dem vom Innenministerium bzw. vom Verfassungsschutz gemeldeten, meistens so glaube ich 30.000 Rechtsradikale angeblich, ob die in dieser Summe überhaupt mit aufgeführt sind. Weil ich bin der Meinung, dass dieses Problem absolut verkannt wird.
von unseren Altparteien sowieso, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Aber dass halt auch in der allgemeinen Wahrnehmung der Leute überhaupt keine Rolle spielt. Und das finde ich eigentlich erschreckend, dass diejenigen, die sich immer, ja, wie soll ich sagen, so als Opfer darstellen, dass die eigentlich viel mehr ein Problem mit Rechtsradikalismus haben, als die meisten Leute glauben. Ja, das ist sicherlich so. Und ich gebe Ihnen auch recht, was die grauen Wölfe betrifft. Und dieses Bewusstsein ist nicht wirklich da. Also ich möchte... Aber könnten Sie mal, ich glaube, Sie haben ja die Möglichkeit beim, wie heißt das, glaube ich, Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, da mal konkrete Zahlen anzufragen, ob das Innenministerium bzw. der Verfassungsschutz diese bei den, glaube ich, grob 30.000 angeblichen Rechtsradikalen, ob diese mit eingerechnet sind. Das können wir gerne mal fragen. Das wäre ja eigentlich ein Unding sozusagen, wenn man darüber nicht spricht, dann hätten wir ja eigentlich sozusagen mehr rechtsradikale Türken als rechtsradikale Deutsche, mal rein rechtlich, wenn meine Zahlen da so grob stimmen. Aber die Zahl von 16.000 grauen Wölfen, die habe ich zum Beispiel von einer Seite, die sich nennt Bundesanstalt für politische Bildung. Also das habe ich auf dem Internet. Ja, also ich kann das mal mitnehmen. Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist in der Tat etwas, was man mal nachfragen muss. Na, dafür sind wir ja auch da, dafür sind auch diese Sendungen da, dass wir auch Informationen, Fragen mitnehmen und die dann auch demnächst beantworten können. Insofern vielen herzlichen Dank für Ihren Tipp. Und ich wünsche Ihnen... Ja, aber die allerletzte. Wir sind schon eigentlich über unserer Sendezeit. Mittlerweile in Deutschland durch Corona von plus minus 2 Billionen, wir lagen glaube ich letztes Jahr immer ein bisschen drunter, aber jetzt von 2 Billionen auf 4 Billionen Staatsverschuldung hochgeschnellt sind. Mich würde halt auch mal, und da wäre halt auch nett, wenn Sie das mal den wissenschaftlichen Dienst erkunden lassen, mich würde mal interessieren, wie viel wir über, also inklusive Kommunen und Länder, wie viel wir da an Verschuldung hätten. Also das Ergebnis würde mich mal interessieren, weil wir sprechen ja sonst rein nur von der Staatsverschuldung. Ja, das lässt sich bereits im Internet recherchieren. Diese Zahlen sind offen, da muss man gar niemanden nachfragen. Soweit ich es im Kopf habe, ist die Zahl tatsächlich mit den 2 Billionen richtig. Es ist allerdings nicht so, dass die Schulden auf 4 Billionen hochschnellen, sondern es ist eine Nettokreditaufnahme im Bundestag oder im Bundeshaushalt jetzt da von 250 Milliarden dieses Jahr und ca. 140, glaube ich, nächstes Jahr. Wie ist es im Land Brandenburg? Also wir haben jetzt schon knapp 2, muss ich sagen, Milliarden. Und ich denke mal, das Ende der Fahnenstange ist nicht erreicht, weil gerade in Brandenburg wir ja die Situation haben, es gab bis dato immer Doppelhaushalte, die von der hiesigen Regierung ja auch immer, du kennst die Situation, sehr gelobt wurden. Und plötzlich während Corona schwenkt man jetzt ganz kleinheimlich auf einen Einzelhaushalt um. Das heißt, es wird keine Doppelhaushalte mehr geben, weil man damit natürlich die Neuverschuldung auch, ich sag mal, schöner ummänteln kann. Weil dann wären die Zahlen nicht so groß. Ja, so ist es. So ist es. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für Ihren Hinweis, dass tatsächlich ja die Verschuldung eben nicht nur die Bundesschuld ist, sondern eben auch die Bundesländer alle Schulden haben, die Städte alle Schulden haben, die Kreise alle Schulden haben. Und da kommt eine riesengroße Belastung pro Bürger zusammen. Diese Zahl, glaube ich, recherchiere ich tatsächlich mal und verarbeite sie mal in der Grafik. Da fallen die meisten Leute wahrscheinlich um. Ich glaube, wir sind deutlich jenseits der 30.000 Euro pro Person. Vielleicht auch in einer Rede im Bundestag verarbeiten. Ja, wenn ich mal wieder zum Haushalt reden darf, das wäre natürlich schön. Ja, danke schön. Ja, ich danke Ihnen. Einen wunderschönen guten Abend. Na, tschüss. Ja, also vielen Dank für Ihre herzliche und zahlreiche Beteiligung. Großes Interesse haben wir hier gemerkt in der Sendung. Interessante Fragen. Was nimmst du mit, Kathi? Dass unser Hauptthema, wie immer die letzten Monate, Corona ist natürlich und alles, was sich um Corona rumdreht, das ist jetzt momentan das, was natürlich jeden da draußen am meisten bewegt. Und ich komme auch nochmal darauf zurück, der eine Anrufer, der sagte, wir müssen medial mehr in die Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist ein Weg, den wir so versuchen, den du heute versucht hast, den wir hier im Landkreis natürlich ganz aktiv versuchen, indem wir einfach sagen, wir sind immer auf den Marktplätzen, wir sind mit Infoständen immer vor Ort, man kann uns erreichen. Die anderen Medien werden uns sicherlich
noch lange Zeit verschlossen bleiben. Also da Illusionen zu wecken, das, glaube ich, führt in die falsche Richtung. Weil egal, welchen Sachantrag wir stellen, du kennst das aus dem Bundestag, wir kennen es aus dem Landtag, also er kann dann wirklich darum gehen, um die Tierhilfe, um die Telefonseelsorge, also ganz normale Dinge des Lebens, ja, sage ich mal, die jeden betreffen, das wird verschwiegen. Also unsere Arbeit mit den Sachproblemen wird verschwiegen und man muss sagen, ich sehe da auch jetzt die nächsten Monate keine Verbesserung, eher, dass ich eine Verschlechterung sehe. Deshalb ganz wichtig, wenn ihr uns irgendwo mit einem Infostand auf dem Marktplatz seht, haltet an, wir haben aktuelle Flyer bei. Es ist auch nicht so, dass wir zu wenig haben, nimmt 10 Stück für den Nachbar mit, schmeißt die in den Briefkasten, dass der auch mal informiert wird, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, sich über die modernen Medien, über Internet zu informieren. Dafür sind wir natürlich auch auf dem Land, auf den Marktplätzen, wir sind vor Ort. Danke. Ganz genau. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung. Weitere Fragen und Informationen können Sie immer gerne loswerden. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht, entweder an Kathi Muxel direkt, das ist kathleen.muxel. Nein, das ist also am günstigsten ist unter Kathi Muxel und AfD-Fraktion Brandenburg. Aber ihr könnt auch ganz einfach auf die Seite von AfD oder Spree gehen. Da erreicht er uns unter info@afd-los.de immer. Genau. Das ist bei mir im Bundestag norbert.kleinwächter@bundestag.de oder einfach die Rufnummer nutzen, die wir jetzt die ganze Zeit eingeblendet haben. Das können wir ja nochmal tun. Die 01743852017 ist nämlich auch die Nummer, mit der man ins Wahlkreisbüro durchkommt. Also, wenn Sie weitere Informationen oder Fragen haben zu meiner oder unserer politischen Arbeit, dann immer sehr gerne her damit. Jetzt können wir keine weiteren Anrufe mehr annehmen, denn wir sind am Ende dieser Online-Fragestunde. Wir müssen jetzt den Saal leicht umbauen, denn ja in 40 Minuten beginnt der Bürgerdialog hier in Hangelsdorf im Bürgerhaus und der wird auch nochmal live übertragen. Also gönnen Sie sich ein schönes Abendessen, einen schönen Kaffee oder was auch immer. In 40 Minuten sind wir beide wieder live auf den gleichen Kanälen auf Facebook und YouTube. Bis dahin viel Freude und einen wunderschönen guten Abend. Und guten Appetit. Tschüss. Bis später. Tschüss.